Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft für die Zeit vom 15. bis 21. April. Ich hoffe, es geht dir gut. Dann schauen wir mal, was uns diese Woche so bringt. Was ist denn das Thema? Okay, es fällt keine Karte raus. Wow. Die Transformation. Das hört sich doch mal wirklich gut an und erleichternd an nach der ganzen Anspannung, die wir jetzt so hatten. Ja, die Transformation, da passiert ein Wandel aus dieser Raupe, die sich hier verpuppt, wird ein Schmetterling. Ich bin mal sehr gespannt, was die Lennemann-Karten dazu noch zu sagen haben. Ich verwende wie immer die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Da fällt schon die erste Karte raus. Ich habe sie schon ausgiebig gemischt, damit ihr nicht so lange warten müsst. Und dann können wir gleich mal loslegen. Das Schiff, die Dame, der Blumenstrauß. Die Sonne, die Engelsflügel, die Lilie, die Ruten, der Fuchs, das Herz und an der Unterseite vom Deck die Fabrik. Geht in dieser Woche um Transformation, um Entwicklung. Es geht auch um Klarheit, sich klar darüber zu werden, was man möchte, was sein Ziel ist, wie man das erreichen kann, es anzuversieren. Und es geht auch um Spiritualität. Ja, ich habe hier auch noch die Fabrik liegen an der Unterseite vom Deck. Und ich habe so den Eindruck, es ist so ein bisschen ein Wanken zwischen der materiellen Welt und der spirituellen Welt, zwischen den feinstofflichen Werten. Ja, und dem, was uns so im Alltag begegnet. Die wirtschaftlichen Aspekte, dass ja bei so einer Fabrik, da muss man immer tun und machen und dieses, ja, trotz diesem Alltag, der so viel von uns fordert, einfach trotzdem, trotz allem diese Entwicklung zu leben. Also aktuell sehe ich hier auch diesen Konflikt. Da geht es um einen Konflikt, sich führen zu lassen, um einfach in die Freude zu kommen und in die Leichtigkeit zu kommen, die Geschenke des Lebens anzunehmen. Die Dame steht immer für dich, unabhängig davon, ob du ein Mann oder eine Frau bist, also zumindest in meinen Allgemeinreadings. Ich sehe hier, dass dir durchaus bewusst ist, dass diese Entwicklung hier schon begonnen hat und schon im Gange ist. Man braucht da viel Geduld und ich habe den Eindruck, es geht den meisten von uns einfach zu langsam. Und es ist auch alles noch so ungewiss. Man weiß noch nicht, wo das hinführt. Und gerade da ist es auch so wichtig,
dass man sein Ziel anvisiert, dass man weiß, wo man hin möchte und wirklich versucht, da den Fokus zu halten. Der Rat der Karten ist auch, mach dir das Leben nicht schwerer, als es ist. Versuch wirklich, dich auf die erfreulichen Dinge zu konzentrieren und die Geschenke des Lebens anzunehmen. Und hier in dem Bereich, den wir noch nicht einsehen können, liegt die Sonne, die beste Karte vom ganzen Deck. Sie steht immer dafür, dass es positiv endet, dass das also eine positive Entwicklung ist und dass, ja, dass es erfolgreich sein wird. Aber wir können das noch gar nicht sehen. Es wird uns Licht bringen, aber bisher können wir es einfach nicht sehen. Die nahe Zukunft ist hier. Und eben diese Entwicklung geht auch über Spiritualität in Richtung Liebe, in Richtung Herzenswärme, in Richtung Herzöffnung. Für einige ist es ebenso diese Herzöffnung, die jetzt aktiviert wird. Es geht darum, sich führen zu lassen. Es geht auch um Spiritualität. Die nahe Zukunft, da liegen hier die Lilien, die stehen für Frieden, für inneren Frieden. Also dieser Konflikt kommt zum Ende. Allerdings haben wir hier auch den Fuchs. Für viele von euch wird es so sein, dass ihr misstrauisch seid, dass ihr diesem inneren Frieden nicht traut. Und die Gefahr besteht einfach auch, dass man hier, dass dieser Fuchs hier ins Herz läuft, in die Liebe. Das heißt, dass man sein Herz wieder für die falschen Dinge öffnet. Für einige ist es auch lediglich so, dass man einfach wieder misstrauisch wird, misstrauisch gegenüber dieser Hilfe, die man aus der geistigen Welt erfährt, aus der spirituellen Welt. Das Misstrauen gegenüber der Spiritualität an sich, das Misstrauen gegenüber dieser Entwicklung, was hier bei uns passiert. Es wird einfach etwas weiter angetriggert, spürbar. Und das führt eben bei einigen dazu, dass es ja zu Misstrauen kommt. Und bei anderen kann es eben sein, dass man sein Herz für etwas Falsches öffnet. Aus lauter Verunsicherung heraus. Deswegen ist diese Klarheit auch so wichtig, die Sterne anzeigen. Ja, ich möchte hier gerne noch eine Karte drauflegen. Mal, was da noch kommt. Die Sense. Ja, an der Unterseite vom Deck habe ich den zweiten Fuchs. Das zeigt mir ganz klar, es geht hier wirklich total darum, dass man hier diesen Fuchs ausschaltet, dass man nicht zulässt, dass man nochmal sein Herz für das Falsche öffnet. Dass man hier wirklich aufmerksam ist. Dass man hier, man muss wirklich die Klarheit gewinnen, um was es geht. Das ist ganz wichtig.
ganz wichtig, nicht dieses Misstrauen zulassen, sondern hier diesen Fuchs einfach beenden quasi. Diese, ja, was da an Negativem kommt, auf einen einströmt. Sei es Misstrauen, sei es einfach das Falsche, für das man sich öffnet, wieder in Richtung Konflikt zu gehen. Also das scheint halt auch wirklich nicht für alle gleich zu sein hier, wie sich das entwickelt. Gut, dann schauen wir noch mal, was gibt es denn hier noch für ein Rat? Ein Rat bitte. Ein Rat bitte. Okay, das waren gleich mal zwei. Ganz klar, orientiere dich am Positiven und lerne aus deinen Fehlern. Ja, vielleicht haben uns unsere Fehler wirklich in diesen Konflikt reingebracht, dass wir hier, ja, dass wir es einfach nicht mehr schaffen, unsere Lebensfreude zu leben. Und es gilt hier halt wirklich auch ins Vertrauen zu kommen, in die Hilfe, die da ist, in das, was uns helfen will. Man sieht ja hier schon, das Positive ist da. Wir können es noch nicht sehen. Und wir können uns aber das Leben so schwer machen mit unserem Misstrauen, wenn wir daran festhalten. Also, Entschuldigung, ich habe nicht bemerkt, dass meine Kamera wieder unscharf geworden ist. Ja, ihr Lieben, achtet drauf, in die Klarheit zu kommen und eben arbeitet an dem Misstrauen, an dem, was so innerlich bei euch schief läuft. Ich habe wirklich den Eindruck, es ist dieser innere Konflikt. Ja, eine große Aufgabe für diese Woche. Kommt gut durch. Lass mir gerne ein Like da, wenn dir das Reading gefallen hat. Und schreib mir doch bitte auch gerne einen Kommentar, wie sich das bei dir manifestiert. Ich finde es sehr interessant. Alles Gute, bis bald.